Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. So, zeig mal, was du da hast. Und damals habe ich den, also die Figur. Winst du? Damals und so am Polizeiauto vorbeidrücken, wenn die Polizisten 10 Meter weiter stehen. Also das musste ich aber erstmal trauen. Aber in diesem Sinne viel Spaß und Überraschung. Alles klar. Und gerade mit dem LKW, das geht halt einfach nicht. Aber was LKW-Fahrer können, können PKW-Fahrer schon lange. Da kommt doch Freude auf. Aber egal wie hoch oder auch wie niedrig das Tempo ist, es bleibt immer spannend. Und Supermarktparkplätze sind somit die Orte, wo es die beste Rundumbeobachtung braucht. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der Golffahrer den Typen mit dem Einkaufswagen überhaupt gesehen hat. Aber mit der Verkehrsbeobachtung ist es eh nicht weit her. Aber Autobahn, Landstraße, wie wär's denn mal mit Stadtverkehr? Ich sag's ja oft, spontan getroffene Entscheidungen im Straßenverkehr sind oft keine guten Entscheidungen. Der weiße Toyota reiht sich da auf jeden Fall perfekt ein. Aber was würde zu spontanen Handlungen eigentlich besser passen als... Ah ja, das ist nett. Genau, Autobahn abfahren. Aber ich finde es spannend, wie die Kandidaten sich immer alle gegenseitig anziehen, denn das hier ist im gleichen Kreuz 50 Sekunden später. Sorry, zu spät gemerkt, aber du bist auch eine Katastrophe. Aber während der sich hier immerhin so verhält, dass niemand wirklich gefährdet wird, kann man das bei anderen Einsendungen nicht gerade sagen. Alter, bist du wahnsinnig? Gewissermaßen wohl schon. Zum Glück war das Moped hier im Gegenverkehr ziemlich langsam unterwegs. Der ist ja nicht mehr ganz knusper, oder? Und das Video läuft jetzt ein bisschen mehr als 2 Minuten. Wir hatten heute noch gar keine grün werdende Ampel. Ach, so wirst du nicht alt als Radfahrer. Aber das geht bestimmt besser. Hier überholen wir einen Radfahrer und an der nächsten Ampel hält er doch bestimmt an. Oh, rein, Großer. Links über den Fußweg und dann gleich trotzdem quer drüber. So getreu dem Motto, wenn man so macht, ist es nicht so schlimm. Ja, nee, ist klar. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Radfahrer in der Praxis definitiv öfters über Rot fallen als Autofahrer. Was ich aber spannend finde, wir haben über 450 Folgen und über 10.000 Videoeinsendungen auf dem Kanal gehabt. Wenn es darum geht, ob ein Rotlichtverstoß richtig gefährlich ist, dann sind Radfahrer plötzlich nicht mehr so überrepräsentiert, sondern dann sind es plötzlich doch wieder die Autofahrer, auch wenn man das ja eigentlich überhaupt nicht erwarten würde. Hier sind wir mit Einsender Dusty an einer Baustellenampel. Oh, die Scheiße, ey. Na und zum Glück hat der Einsender trotz seiner grünen Ampel nach links geschaut und das Unheil kommen sehen, denn so zügig wie der hier vorbeikam, der hat ja überhaupt gar keine Anstalten gemacht zu bremsen. Und dass unser Einsender hier nicht ganz so begeistert ist, kann man durchaus nachvollziehen. Mal knallrot! War knallrot die Ampel. Ja, alles klar. Aber jetzt hatten wir Radfahrer, Autofahrer, aber klar, andere Verkehrsteilnehmer können das natürlich auch. 3 Motorradfahrer bei roter Linksabbiegerampel über 3 Fahrspuren am Abbiegen. Na, alle guten Dinge sind da wohl wirklich 3. Autobahnabfahrten sind schon echt kompliziert, weil ich meine, wo fährt er denn da? Und das Allerbeste ist, das ist an dieser Abfahrt nicht mal ein Einzelfall, das hier ist an einem anderen Tag. Den Durchblick zu behalten. Also man muss da schon so ein... Aber nicht nur, dass die Linienwahl interessant ist. Beim Abbiegen überholt er jetzt noch das wartende Auto da. Der Verkehr, der von links kommt, muss auch bremsen. Aber Stichwort, der Verkehr muss jetzt bremsen. Also da haben wir jetzt noch was richtig Dreistes. Die Gegenspur wird da vorne durch einen LKW blockiert. Unser Einsender sieht das natürlich auch und fährt jetzt schon zurückhaltend auf die Situation zu. Aber das ist echt mal wieder der Klassiker. Der Gegenverkehr sieht uns und fährt einfach trotzdem. Ja
gut, der Motorradfahrer hier ist auch geil drauf, aber jetzt sind wir auch mal dran. Und diese Videos haben echt was von, du gibst den Leuten im Gegenverkehr den kleinen Finger und sie nehmen gleich die ganze Hand. Die sehen doch alle, dass wir auch da sind, aber einer fährt und jeder klemmt sich einfach noch stumpf dahinter, getreu dem Motto, lalalala, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Gut klar, die Situation löst sich hier so natürlich auch nicht mehr auf, das sieht unser Einsender jetzt natürlich auch ein und setzt zurück. Und wer jetzt denkt, das war's, der fährt auch noch hinterher. Und der auch noch. Und noch einer. Und die beiden Autos dahinter waren hier auch schon am Ausscheren. Ich glaube, ich korrigiere meine Aussage von vorhin. Du gibst den Leuten den kleinen Finger und sie nehmen nicht die ganze Hand, sondern gleich den kompletten Arm. Ich bin ja ein absoluter Fan davon, sich immer defensiv und zurückhaltend zu verhalten. Aber ich glaube, dann wird der Einsender heute noch da stehen. Ich sag dir ganz ehrlich, Simon, eins kann so, sagen, zur Abwechslung mal wieder eine Ampel. Man denkt so Anfang seiner 20er so, oder das Leben und ich bin noch voll jung. Und je mehr du auf die 30 zugehst. Und jetzt mal wieder ab auf die Autobahn. Und Dirk sagt, er wurde hier vom Hintermann genötigt und 2 Minuten später nochmal. Und die Einsendung aus der Vorwoche? Genau das gleiche. Und ich denke, wir sind uns einig, die Abstände hier gehen natürlich nicht klar und das ist auch Fahrverbotsbereich, eine Ausrede gibt es dafür nicht. Aber da Dirk hier recht langsam unterwegs ist und mein persönliches Lieblingstempo ebenfalls so um die 110 km/h liegt auf der Autobahn, will ich jetzt mal was dazu sagen hier. Mein Lieblingssatz ist immer, ich fahre 110 km/h, aber ich fahre es so, dass es niemand merkt. Wer langsam fährt auf der Autobahn, muss ja sowieso mal sehr viel den rückwärtigen Verkehr beobachten, lernt eigentlich ziemlich schnell, diesen auch gut einzuschätzen. Und wenn ich ausschere und ich sehe, okay, wenn ich jetzt 10 km/h beschleunige, bin ich weg, bevor der andere da ist, ja, dann mache ich das auch. Will sagen, ich würde so fahren, dass ich mich im bereits existierenden Verkehrsfluss bestmöglich einreihe, ohne andere Leute großartig zur Anpassung von Geschwindigkeit zu bringen. Dann habe ich keine Drängler hinter mir, der andere freut sich, dass er einfach weiterfahren kann und alle sind zufrieden. Und ab und zu mal kurz auf 120 oder auf Richtgeschwindigkeit zu beschleunigen oder einen kurzen Moment zu warten, das macht ja auch den Verbrauch nicht kaputt, das verspreche ich euch aus erster Hand. Natürlich seid ihr nicht schuld, wenn hinter euch gedrängelt wird, so wie hier, aber wenn man es vermeiden kann, ja, warum denn nicht? Und ich glaube, ich werde das beim Christian einfach nie verstehen. Er fährt hier bekanntlich mitten in einem Ferienort und wie kann man es als Tourist im Urlaub denn bitte so eilig haben? Urlaub gleich Entspannung, ja oder wie der deutsche Autofahrer halt meint, jetzt komme ich. Drum, wer jetzt wirklich 8 Minuten Lust auf Entspannung hat, diese Aufnahme ist in meinem letzten Urlaub entstanden. Die komplette Fahrt könnt ihr euch gerne links anschauen, um euch vom Stress dieser heutigen Folge zu erholen. Wer hingegen wieder Lust auf weitere Action hat, rechts ist natürlich wie immer die passende Dashcam-Folge für euch. Ich danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.